Willkommen zurück, liebe Leute. Weiter geht's mit den Aufträgen. Das Geheimnis des Knochentrockenpanzers. Es ist wieder Zeit für unser allwöchentliches Gehirntraining. Diesmal muss unser Kandidat den Knochentrockenpanzer kreativ einsetzen, um aus dem düsteren Keller zu entkommen. Besitzt er den Grips und die Willenskraft dazu? Wir werden es herausfinden. Ja, Super Mario Maker 2 im Abenteuermodus. Es nimmt kein Ende. Und es war eine Ansagerstimme. Hab ich gar nicht so gelesen. Hätte ich da ein bisschen... Oh. Ah, darf ich da mit dem dann da drauf springen? Tatsache. Okay. Halt, Moment. Okay, da komme ich nicht hoch. Wäre aber jetzt interessant gewesen, wäre ich da hochgekommen, ne? Den nehme ich natürlich gerne mit. Bringt mich zwar nicht weiter zum Schluss, aber... okay. Ah! Ich dachte, es geht da runter, dass es so ein nach oben Level gewesen wäre. Das war jetzt natürlich Epic Fail. Ah, komm. Egal. Oh, den habe ich jetzt weggeballert in der Luft, wie ich das hinbekomme, aber auch keine Ahnung. Denke ich, wollte ich nur hier ran. Okay, machen wir nochmal. Ach, damit kann ich so eine... Ah! Kann ich so eine Stampfattacke ausführen? Ah, okay, geil. Okay, wie soll ich das jetzt machen? Okay, das haben wir auch geschafft. Aber wie soll ich denn da jetzt hochkommen? Hä? Da muss ich doch irgendwie hochkommen, oder? Ja, wie soll ich denn das jetzt da machen? Könnte mir das jemand sagen? Hä? Hä? Wie soll ich denn da hochkommen? Hallo? Kommt zwar auf dem einen Weg hoch, aber nicht auf dem anderen. Den ralle ich jetzt nicht. Also selbst wenn ich da jetzt... Wie soll ich denn das machen? Nee! Erwartet! Ja, klar. Und zwar... Ah! Use your brain, man! Use your brain! Insane in a membrane! Yeah! Und Checkpoint, Checkpoint, Checkpoint! Danke! Egal. Scheiß auf die 30er Münze. Moment. Ah, schön. Hau ruhig ab, ne? Okay, wie soll denn das jetzt gehen? Achso. Hihi. Yeah, ich bin intelligent. Moment. Hier muss der Mancher dahin, genau. Komm her, lieber Bu, komm. Und. Up and down. Okay, aber wie komme ich da jetzt lang? Na komm. Hm.
Ah. Wir benutzen ihn einfach als Fußball. Passt ja dann. Und es gibt echt noch einen Checkpoint. Ja, wie soll ich denn da hochkommen? Hm? Ja, moin. Machen wir so. Brauchen wir keinen Hehl drum machen. Brauchen wir gar nichts drum machen. Einfach durch da und fertig ist. Du-dum, 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 du-dum. Das nächste Level. Springen verboten im Schnee. Ach nee. Meine Attraktion, Springen verboten, hat dich schon schwitzen lassen, dann versuch dich jetzt an Springen verboten im Schnee. Kannst du der eisigen Kälte ganz ohne deine übliche Rumspringerei trotzen? Du musst irgendwie die Wippen zum Kippen bringen. Hehe. Okay. Die nachfolgende Sendung verzögert sich um circa 5 Stunden. Ich finde diese Challenges ja geil, aber... Moment. Halt, stopp. Ich darf nicht springen, ich darf nicht springen, ich darf nicht springen. Hier müssen wir einsammeln. Und hier drüber. Okay. Ah, toll. Ja. Ja, komm und einsammeln. Yes. Okay. Und jetzt bitte Checkpoint. Nein, natürlich kein Checkpoint. Danke. Warte, bis du unten bist, Trobo. Warte, bis du unten bist. So. Coole Idee, cool gemacht. Oh. Nein! Warum musste ich es denn übertreiben? Ich wusste es. Ich wusste haargenau, dass sowas passiert. Okay. Ich wusste haargenau, dass sowas passiert, ich Idiot. Aber nein, ich muss es ja mal wieder übertreiben, ne? So. Ne, brauche ich nicht. Brauche ich nicht, will ich nicht. Habe ich nicht. Danke. Das war echt so dumm von mir, oder? Ich meine, ich war so kurz wieder vom Ziel. Hundertprozentig. So. Hundertprozentig. Hundertprozentig. Okay. Wie soll das gehen? Er geht nach da oben. Ein paar Block da hoch. Okay, das geht. Ja, 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 ja. Oh, geil. Oh, schön. Nein, ach Mann. Jetzt habe ich verstanden, was da gemeint war. Nee, nee, nee. Nein. Nintendo will einen jetzt hier zum Glauben bringen. Du musst jetzt springen, damit du oben an das Ziel kommst. Genau. Nicht mit mir, Nintendo. Nicht mit mir. Krawall im Bulli-Schloss.
Ich habe ein paar Bullies angeheuert, um meine Festung zu beschützen. Jetzt brauche ich noch ein Opfer, das sich als Mario-Imitator dem tödlichen Spießrutenlauf stellt. Er würde wahrscheinlich Holzkisten herumwerfen und beim Laufen R drücken, um Hechtsprünge zu machen. Aber von anonym. Ja, Bowser, okay. Also, wir müssen wieder im Mario 3D World Style ein paar Bullies wegballern. Ja. Okay. Und tschüss, Sir. Oh. Wie soll ich da hochkommen? Komm ich doch nur mit Kisten hoch, oder? Das war gerade zu viel. Na komm. Ich krieg's eh nicht. So, ich würde die Katze nehmen vor den Münzen. Aber auch cool gemacht. Such die aus. Mit was möchtest du kämpfen? Gar nicht oder mit Münzen? Ja, schieß ruhig mal. So. Jetzt ist halt alles zerstört, ne? Und... Oh, ein großer Bulli. Nein! War das dumm? War das richtig saudumm von mir? Ja, das war's, lieber Troplay. Das war's. So, das ist wieder der Bosskampf und... Na komm. Danke. Muss ich aber hier in der Mitte erstmal stehen bleiben. Ja, moin. Ich hab mal großen Bock, jetzt hier ein bisschen Terror zu machen. Ach, egal. Ist mir Wayne. Ich gehe da rein. Ich habe jetzt keine Lust da irgendwie. Da ist es das Ziel. Geschafft. So muss das laufen. Dann klappt es auch mit den Nachbarn. So, jetzt können wir noch ein kurzes Level reinnehmen. Mal gucken, was wir noch für ein kurzes Level haben. Der Maulwurf-Clan auf dem Eisberg. Diese Monty-Maulwürfe sollten eine gute Trainingsangelegenheit sein. Aber für meinen Sohn ist das vielleicht noch etwas zu schwierig. Könnt ihr mal bitte einen Testlauf absolvieren, damit ich sehe, ob es schaffbar ist? Vater von Krieger. Vater und Krieger. Vater und Krieger? Hä? Vater und Krieger. Okay. Na gut, ist es jetzt hier nur ein Speedrun-Level? Macht das Ganze natürlich einfach. Mhm. Das macht das Ganze einfach, sagte er und wurde von einem Maulwurf komplett eben mal weggebumst. Einfach durch da. Ist ja anscheinend so ein Speedrun-Level.
Gibt's jetzt hier mal einen Pilz, ey. Okay. Da oben ist hundertprozentig ein Gang gewesen, aber ich wollte es jetzt nicht ausprobieren. Ja, und da wären wir rausgekommen. Ja, definitiv wären wir da rausgekommen. Kann ich jetzt schon mal definitiv so sagen. Dann bedanke ich mich ganz herzlich, sage bis zum nächsten Mal. Wahrscheinlich dann zur letzten Folge in Super Mario Maker 2, dem Abenteuermodus. Und ich sage, ich bin euer Truhaut rein. Tschüss.